7. August fand auf dem Willy-Pohlmann-Platz in Herne das Festival des Literaturgebiet Ruhr statt. Die Stadtbibliothek Herne hat aus diesem Anlass zu einem bunten Fest eingeladen. Stadtarchiv, die VHS, der Förderverein Stadtbibliothek und das Emscher Talmuseum sind dieser Einladung gerne gefolgt und gemeinsam haben sie ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Frau von der Wippen, Sie sind hier mit dem Stadtarchiv, mit der Stadtbibliothek ein Organisator dieser Veranstaltung. Wie kam es dazu? Was hat Sie darauf gebracht? Ja, es war so, wir haben uns entschlossen mitzumachen bei der Literatur 100. Das ist heute ein ruhrgebietsweites Festival. Überall werden Lesungen veranstaltet im ganzen Ruhrgebiet. Das ist organisiert vom Literaturgebiet Ruhr, gefördert vom Ministerium und der Kunststiftung NRW. Und das war ein feststehender Termin. Wir haben uns dann entschieden, da eine Lesung anzufragen, was auch geklappt hat. Wir haben den Jürgen Meyer eingeladen, der endlich ist wieder Mallorca präsentiert hat. Und dann tauchte die Idee auf, ob wir da nicht das Ganze so ein bisschen erweitern durch einen Aktionstag draußen vor dem Kulturzentrum. Erstmal wegen Corona draußen, aber ich konnte mich auch erinnern, ich habe hier mal, als das Kulturzentrum oder der Vorplatz neu gemacht war, haben wir mal so ein Open-Air-Gemeinschaftssache gehabt und haben alles, jeden, der im Haus war, hier präsentiert. Und da habe ich mich dran erinnert. Und dann haben wir rumgefragt, wer mitmachen möchte und sind direkt auf offene Ohren gestoßen und haben so viele Mitstreiter gefunden, die VHS und das Stadtarchiv und dann das Emschertalmuseum, unsere Stadtbibliothek natürlich auch, hier die Zille, die Filmwelt hat noch was gesponsert und dann haben wir ein Programm drumherum gestrickt. Heißt auch, zu zeigen, Kultur ist immer noch da, ist wieder da und ist für die Herner Bevölkerung da. Der Förderverein der Stadtbibliothek Herne ist heute auch hier vertreten. Richtig. Vielleicht ein kurzes Statement von dir, Alina. Also der Förderverein von der Stadtbibliothek besteht noch nicht sehr lange, erst seit Ende 2019. Wir sind gerade noch im Aufbau und versuchen halt durch diesen Förderverein immer mal wieder Investitionen für die Stadtbibliothek hinzubekommen. Durch die Fördergelder werden Projekte möglich gemacht, die halt über den städtischen Topf nicht unbedingt realisierbar sind oder Feste veranstaltet, sodass die Leute, die halt auch für die Bücher brennen, sag ich mal, die Bücherei auch noch ein bisschen unterstützen können. Wir haben jetzt hier auch noch als Aktion zum einen die Flyer, aber halt auch aus dem aktuellen Anlass, das mit dem Hochwasser, haben wir extra eine Spendenkasse aufgebaut, weil viele Bibliotheken leider auch von Hochwasser betroffen sind, zerstört wurden. Genau, und der Erlös von einem Flohmarkt geht zum einen in die Stadtbibliotheken. Genau, einzelne Bücher werden gespendet und der Förderverein sammelt halt auch dafür. Genau. Wie sieht so eine Mitgliedschaft aus? Also Mitgliedschaft ist ganz einfach. Wir haben hier so einen Aufnahmeantrag. Ja. Genau, den kann man halt ausfüllen. Das können wir einmal aufklappen. Genau, da sieht man dann auch, dass wieder ein jährlicher Beitrag möglich ist. Genau. Es gibt auch wieder, dass Institutionen auch spenden können. Richtig. Einfach mal in der Bibliothek oder im Stadtarchiv vorbeikommen, da liegen die Flyer auch aus. Da kann man den Aufnahmeantrag ausfüllen. Im Internet findet man auch noch mal weitere Hinweise zum Förderverein. Genau. Wie viele Mitglieder gibt es inzwischen? Wir sind noch klein. Wir sind jetzt an die 30 Mitglieder. Also wir brauchen dringend Mitglieder. Ja, genau. Dafür, dass Corona ist und er wirklich frisch gegründet ist, ja, im Endeffekt, man konnte noch nicht wirklich Werbung machen, deswegen haben wir den Aktionstag auch genutzt, um noch mal ein bisschen Werbung zu schalten. Viele Gründungen in die Corona-Zeit? Ja. Und mittendrin? Genau, okay. Also es hat wirklich angefangen, Anfang Corona, da wurde der Verein gegründet und dementsprechend wird es halt nicht möglich, dass irgendwelche Veranstaltungen mal realisiert werden können, damit Gelder eingenommen werden. Oder sind schon weitere Veranstaltungen geplant? Also zum einen, der Förderverein macht auch die Jan-Zweier-Veranstaltung mit, die Lesung. Da ist der Förderverein auch mit drin, sowohl Bibliothek, Stadtarchiv, als auch Förderverein wird dann immer genannt. Und genau, weitere Lesungen sind auch geplant, aber aufgrund von Corona halten wir uns da noch ein bisschen bedeckter, weil man noch nicht weiß, wie es realisiert wird. Wenn dann auch erst im nächsten Frühjahr. Okay, genau. Richtig. Dankeschön.
Das Stadtarchiv von Herne ist heute bei diesem Tag auch vertreten. Ja. Kannst du uns kurz erklären, warum, wie ihr dazugekommen seid? Ja. Und was ihr hier macht? Ja, also wir sind von der Bibliothek auch angesprochen worden, ob wir an diesem Aktionstag auch teilnehmen. Und was wir natürlich auch gerne gemacht haben, weil wir auch in einem Hause sind, beziehungsweise wir ja auch dem Förderverein angegliedert sind. Und wir haben jetzt einfach nur ein paar Informationen ausgelegt, wo man sehen kann, was das Stadtarchiv so an gewissen Aktionen noch anbietet. Also zum Beispiel aktuell ist dieses Wochenende wäre ja die Kranger Kirmes eröffnet worden. Da gibt es also diese virtuelle Ausstellung, die das Stadtarchiv konzipiert hat. Das kann man sich dann gerne mal im Internet anschauen. Dann haben wir natürlich auch Stadtrundgänge. Im Zuge von Corona kann das natürlich auch nur alles digital sein. So haben wir zum Beispiel dieses Hör mal Herne entwickelt. Und das ist also auch sehr interessant. Und ja, und für die Kinder haben wir natürlich auch Ausmalaktionen zu den Wappen und Siegelpressen. Und ja, das ist das, was wir dann so gezeigt haben. Stadtteilmuseum war heute an diesem Tag auch vertreten. Wie sind Sie dazugekommen und was haben Sie hier heute zu bieten gehabt? Wir wurden eingeladen zum Tag der Bibliothek und haben hier vom Emscher-Teilmuseum ein Mitmachprogramm gestartet. Und zwar haben wir für die Kinder eine Anziehpuppen gestaltet und ausgeschnitten. Und zwar im Zuge der neuen Ausstellung der Spielzeugwelten, der Sonderausstellung in Herne. Wie war der Andrang? Sehr gut. Waren Sie zufrieden? Ja, wir waren sehr zufrieden. Es waren viele Kinder da, die das erst gar nicht wussten, aber die nur zur Bücherei gehen wollten und dann direkt bei uns hingeblieben sind und mit uns gebastelt haben. Also ich würde sagen, wir hatten so mindestens so 30, ne? Ja. So 30, 35 Kinder, die mit uns heute gebastelt haben. Und jetzt hat der Regen leider ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten eigentlich noch bis 15 Uhr bleiben, aber jetzt, weil wir so viele Papiersachen halt haben, mussten wir die jetzt wegräumen. Weil sonst wäre ja alles nass geworden. Schade. Wird diese Aktion weitergeführt irgendwo? Ja, Schloss Strümpede. Ah, okay. Also im Emscher-Teilmuseum in Schloss Strümpede. Im Zuge der Spielzeugwelten gibt es noch verschiedene Programme, die noch durchgeführt werden. Es gibt noch Lesungen, es gibt noch Theaterabende, Bastelabende, Künstlercafé und so weiter. Wunderbar. Hört sich gut an. Okay. Dankeschön. Gerne. Auf dem Willy-Pohlmann-Platz und die VHS hat heute auch einen Aktionstag, den sie zu der ganzen Veranstaltung heute beiträgt. Was erwarten wir ganz konkret hier von der VHS heute? Ich will vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ja eine insgesamt nicht einfache Zeit hinter uns. Die Pandemie hat natürlich Auswirkungen auf den VHS-Betrieb gehabt. Das heißt, es konnten viele Veranstaltungen leider nicht stattfinden. Wir haben also die Einladung erhalten, uns an diesem heutigen Aktionstag zu beteiligen. Und das machen wir wirklich gerne, weil wir auch gesagt haben, die VHS ist eigentlich immer ein Bereich,
wo viele Menschen zusammenkommen. Und genau das ist ein Punkt, den wir jetzt wegen Corona vernachlässigen mussten. Und wir haben gesagt, wir möchten auch wieder mittendrin sein im Geschehen. Und deshalb machen wir an diesem Tag mit. Aber ich vertrete auch immer die Meinung, dass Lernen durchaus Spaß machen kann. Gab es viele Einbrüche in der Corona-Zeit, jetzt dass viele Leute Pandemie gekommen sind? Ja, ja. Das kann man wohl sagen. Wir haben ja teilweise überhaupt Kurse gar nicht anlaufen lassen können. Sprich, das Semester, das jetzt hinter uns liegt, im Sommersemester also. Und nach und nach haben wir gesagt, dann bessern wir unser digitales Angebot. Und nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Ja, ich kann nur sagen, für die VHS generell hat diese Corona-Pandemie eine unglaubliche Rakete nach vorne geschossen in Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung bei uns. Das muss man sagen, da hat die VHS sich sofort drauf eingestellt. Also ist auch so, was ich noch abschließend vielleicht dazu sagen möchte, die Digitalisierung ist eine Herausforderung der Zeit, der man sich auch stellen muss, ganz klar. Aber, und das macht VHS ja auch ganz besonders aus, ist eben das Lernen in der Gemeinschaft mit anderen. Viele sind so, die sagen, ich gehe lieber gerne in meinen wöchentlichen Kurs und ich treffe da Bekannte wieder, denn viele sind schon seit verschiedenen Semestern zusammen in einer Gruppe und man freundet sich an, man kennt sich und man ist eben auch gerne im Gespräch. Und das kann natürlich, die Digitalformate können das nicht leisten. Ja, das ist richtig. Aber ich denke, man muss beides vorhalten heutzutage. Zum Schluss lassen wir noch einmal Nico, den Clown, zu Wort kommen, der mit seinen Luftballon-Kreationen jung und alt begeistern konnte. Einhörner. Einhörner sind also immer noch sehr beliebt. Und bei den Jungs geht es Richtung Schwert. Also Schwert, Säbel, alles, was halt so die Jungs gerne haben wollen. Hast du auch noch andere Talente in Anführungszeichen? Ja, ich habe tatsächlich auch dieses Jahr Jubiläum. Seit 20 Jahren Bauchredner. Ne, vor 20 Jahren hat es angefangen. Das ist also so das erste Standbein gewesen. Mit 6 Jahren habe ich angefangen zu zaubern. Ja, Nico Berger als Künstler, als Clown Nicolino. Ne? Und ja, aus Bottrop habe ich ja schon gesagt. Das Fazit des Tages: gute Gespräche und interessante Erkenntnisse. Wir sagen danke, bleibt gesund, Glück auf, bis zum nächsten Mal.